Zeuge Gustav Nuske, Deutschland, Syndikus, 62 Jahre, 146. Verhandlungstag, 26.03.1965. Verstanden, dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Jawohl. Herr Nuske, ist es richtig, dass Sie früher Obersturmbannführer bei der SS waren? Jawohl, mit der Einschränkung SS im SD. Im SD. Waren Sie auch Leiter der Gestapo-Leitstelle in Düsseldorf? Jawohl. Wollen Sie uns bitte erzählen, wie das im Jahr 1944 gewesen ist, als Ihnen angeblich ein Befehl gegeben wurde, Insassen eines bestimmten Gefängnisses erschießen zu lassen? Da möchte ich kurz Folgendes erwähnen. Ein solcher Befehl ist mir nicht gegeben worden. Sondern erzählen Sie uns, wie es gewesen ist. Im Anfang September erteilte der höhere SS- und Polizeiführer Guttenberger über den Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD in Düsseldorf an die Stapo-Leiter bzw. Stapo-Leitstellenleiter des Rheinlandes, also des nunmehr frontnahen Gebietes, den Befehl, alle noch in Mischehe lebenden, also deutsche, arische, wie man damals sagte, Personen, die mit einem Jüdin und Juden verheiratet waren, zu erfassen und zunächst an einen Ort, der noch ausfindig zu machen sei, zu sammeln, dann eine besondere Örtlichkeit ausfindig zu machen, in dem dieser Personenkreis unauffällig erschossen werden sollte. Und zwar beide Ehegatten? Beide, auch der deutsche Teil mit, ja, aus Gründen, die mir nicht näher bekannt sind. Ja. Ich war über diesen Befehl entsetzt und versuchte, gegenüber dem Inspekteur noch irgendwelche Einwendungen zu bringen, schnitt mir das Wort ab. So ging ich denn zunächst auf meine Dienststelle zurück, schloss mich ein, ließ mich von allem fernhalten, um über diesen Befehl nachzudenken. Ich wurde mit mir allein nicht ganz fertig, weil ich irgendwie eine Lösung nicht finden konnte und hatte unter den Dienststellenleitern, die auf der Stapo-Leitstelle beschäftigt war, doch immerhin einen, den ich vollständig ins Vertrauen ziehen konnte, und den bat ich zu mir, der genauso entsetzt war wie ich und mit dem ich nun aber mal die ganze Situation durchsprechen konnte und versuchen konnte, irgendwie einen Ausweg zu finden. Der Vorteil in dieser Situation war, dass mir damit ja noch immerhin einige Zeit gegeben war, denn allein schon die Erfassung eines solchen Kreises würde ja erhebliche Zeit in Anspruch genommen haben. Und Herr Burkow war es, dieser Mitarbeiter, der dann auch einzelne Vorschläge machte, die teils geeignet, teils nicht geeignet schienen. Jedenfalls wurde mir zur Gewissheit, dass Herr Burkow, wie es damals bei den Staatspolizeistellen der Fall war, Verbindungsleute hatte zu allen, wie damals gesagt wurde, Gegnerkreisen. Also zu Kreisen des ehemaligen Zentrums, zu Kreisen der Sozialdemokratie und eben, wie gesagt, auch zu jenem Kreis der Juden. Es tat sich also dann die Möglichkeit auf, durch diese Vertrauensleute diese Kreise warnen zu lassen. Und dabei muss ich zunächst noch Folgendes einfügen hinsichtlich der Befehlsgewalt des höheren SS- und Polizeiführers. Wie mir bekannt war, sollte die ausschließliche Befehlsgewalt
auf den höheren SS- und Polizeiführer übergehen? In dem Augenblick, in welchem eine Verbindung zu unserer Zentrale, also zum Reichssicherheitsamt in Berlin, nicht mehr gewährleistet sei. Diesen Zeitpunkt sah also der höhere SS- und Polizeiführer gekommen. Und in der Tat hatte ich auch selbst zu diesem Zeitpunkt, da ja schon die Feindmächte über Aachen hinausgedrungen waren, auch zeitweilig eine Verbindung zum Reichssicherheitshauptmann nicht. Ich musste also auf die Rückendeckung oder auf das, was ich vielleicht in Berlin durch die engere Verbindung hätte erreichen können, vorerst verzichten. Ich wurde dann nach einigen Tagen wieder zum Inspekteur befohlen, der in harten Worten nach dem Stand der Maßnahmen sich erkundigte. Ich konnte ihm ausweichend sagen, dass ich noch keine Gelegenheit gefunden habe, also die Örtlichkeiten ausfindig zu machen und dergleichen mehr. Das sei unerhört schwierig und so konnte ich wieder Zeit gewinnen. Zu diesem Zeitpunkt aber war ich dann zu dem Schluss gekommen, dass durch den Burghof und über die Verbindungsmänner jener Personenkreis gewarnt wurde, sich einzeln nach dem Reichsinneren abzusetzen. Es wurde ihnen ungefähr angegeben, wie weit die Befehlsgewalt des höheren SS- und Polizeiführers oder überhaupt dieser Befehl nur reichen könne. Also schon etwa nach 100, 200 Kilometern landeinwärts konnte dieser Befehl keine Geltung mehr haben. In welchem Umfang dann davon Gebrauch gemacht wurde, zeigt, dass von dem vielleicht auf 12.000 Personen geschätzten Personenkreis, dem Vernehmen nach, nicht aus eigener Wahrnehmung kann ich das sagen, nur noch eine Anzahl von 600 bis 800 Personen übrig blieb, die dann zwar erfasst wurde, auf die der Befehl aber nachher, etwa 14 Tage später, nicht mehr angewendet werden konnte. Ich darf dabei bemerken, dass zwischen der Führung des Reichssicherheitshauptamtes und den höheren SS- und Polizeiführern seit dem Tode Heydrichs eine sich immer stärker Spannung abzeichnete. Das ist in Machtkämpfen begründet, weil die Befehlsgewalt und die Möglichkeit auch über die Organe der Sicherheitspolizei als höhere SS- und Polizeiführer befehlen zu können, in der normalen Zeit praktisch gleich Null war. Und nun die höheren Polizeiführer allgemein danach trachteten, Positionen aus dieser Schwächung des Reichssicherheitshauptamtes zu gewinnen. Dann ist es mir später doch noch gelungen, mit Berlin, und zwar mit dem Gruppenführer Müller, Verbindung zu bekommen, dem ich in drastischer Weise schildern konnte, wie grauenvoll, wie unmöglich dieser Befehl sei. Müller hat ihn dann gestoppt und angeordnet, dass der Personenkreis, der dafür in Frage komme, nach Mitteldeutschland, ich glaube nach Brandenburg, abtransportiert werden sollte. Inzwischen aber hatte natürlich der höhere SS- und Polizeiführer die Verhinderung des Befehles erkannt und über Kaltenbrunner meine sofortige Dienstenthebung verfügt.
Er wollte mich vor ein SS-Gericht in seinen Bereich stellen. Das war ihm aber nicht möglich, weil ich der SS- und Polizeigerichtsbarkeit Potsdams unterstand. Ich wurde also unter Begleitung nach Potsdam transportiert und dort wurde das SS- und Polizeigericht gestellt. Zum Glück war der dortige Untersuchungsführer, ein Obersturmbahnführer, aus früherer Zeit mit mir befreundet. Er war mit einer Holländerin verheiratet und ich hatte damals Einfluss genommen, dass die Vertretungsmöglichkeit für Holländer, die von der Sicherheitspolizei erfasst wurden, in gewissem Umfang gegeben wurde. Ihm konnte ich nun alles sagen, was ich zu sagen hatte. Es war natürlich die Anklage oder der Vorwurf des Ungehorsams und des militärischen Ungehorsams und verschiedene andere Straftatbestände vorgetragen, die aufs Militärische abgestellt in diesem Fall an sich keine Anwendung finden konnten, die aber, wie ich glaube, dass es auch in anderen Fällen geschehen ist, hier der Verweigerung oder dem Ausweichen ein militärisches Gewicht beigemessen wurde oder ein Vorwand dafür gegeben wurde. Jedenfalls ist das Verfahren nicht zur Durchführung gekommen. Er empfahl dem Personalchef meine Verschickung an die Front als einfacher Soldat. Der Befehl wurde binnen 3 Tagen ausgeführt. Und da ich früher bei der Artillerie gedient hatte, kam ich wieder als, und diesmal nur als Kanonier, zu einer Einheit, aufgrund eines Befehls, der mir nicht bekannt, aber erklärlich wurde, kam ich dann noch zu einer Umschulung als vorgeschobener Beobachter. Und das ist lediglich eine Vermutung von mir, geschah, weil der Dienst bei der Artillerie als verhältnismäßig sicherer angesehen wurde als der des Frontinfanteristen. Ich habe dann in Polen, Ungarn, Österreich seit Herbst 1944 den Feldzug beendet und bin im Mai in Freiburg, Freistadt Oberhalb-Linz, in Gefangenschaft geraten. Ja, ich hätte da noch eine Frage. Sie haben eben gesagt, obwohl es sich hier nicht um militärische Befehle handelte und die auf das Gebiet des Militärstrafrechts an sich nicht angewendet werden konnten, haben Sie, wer wird, so, gut, haben, sagten Sie, ist es bei mir nicht geschehen, wie das in anderen Fällen der Fall war, dass diese Tatbestände auf militärisches Gebiet übertragen wurde oder so ähnlich, haben Sie sich ja ausgedrückt? Ich würde Folgendes damit sagen. Wir von der Sicherheitspolizei und SD wurden mit Beginn des Krieges dem Militärstrafrecht unterstellt, gleich viel, ob wir noch in einer Heimatdienststelle oder in einer Verwendung in den besetzten Gebieten oder frontnahen Gebieten waren. Also wir unterlagen schlechthin den Militärstrafgesetzen. Um aber nun dem Vorwurf mehr Gewicht zu verschaffen, wurden Handlungen, die an sich mit einem militärischen oder in gar keinem militärischen Zusammenhang standen, unter militärstrafrechtliche Bestimmungen subsumiert. Also
hier hätte, weil es das nach meinen Begriffen im Militärstrafrecht nicht gibt, Zivilisten ohne Urteil zu erschießen, ein Straftatbestand des Militärgesetzbuches gar nicht herhalten können. Es wurden also dann Tatbestände des Militärstrafrechts wie Ungehorsam, Feigheit vor dem Feind und dergleichen wie Befehlsverweigerung herangezogen, um solche zivilen Tatbestände aufzunehmen. Sind Ihnen Fälle bekannt, wo auf diese Art und Weise Menschen, weil sie sich geweigert haben, Zivilisten umzubringen, bestraft worden sind? Nein. Nicht. Ich kenne keinen Fall einer offenen, also das heißt frontalen Befehlsverweigerung. Wohl ist mir ein Fall bekannt, dass ein Obersturmbannführer und Leiter einer Dienststelle in Frankreich, also die in der mittleren Stufe die Bezeichnung Kommandeure trugen, im Zuge der rückläufigen Bewegungen des Westfeldzuges sich vorzeitig abgesetzt hatte, um die in einem solchen Fall vor dem Abzug gebotenen Liquidierungsmaßnahmen, die ihm anbefohlen waren, um diesen auszuweichen. Für ihn ist das, was er nicht getan hat, also die Nichterschießung, hat gar nicht zur Erörterung gestanden, sondern dies Absetzen und die Flucht ohne ausdrücklichen Befehl. Und damit war der Fall für ihn erledigt. Dieser ist erschossen worden. Aber eine offene Befehlsverweigerung ist weder aus eigener Kenntnis noch vom Hörensagen mir nicht bekannt. Sind noch Fragen von Seiten des Gerichts, von Seiten der Staatsanwaltschaft? Herr Rechtsanwalt Ormond. Eine Frage, wer war der höhere SS- und Polizeiführer, der damals den Befehl gegeben hat? Gutenberger. 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 Wissen Sie zufällig, ob er noch lebt? Ja, sicher. Er ist in verschiedenen Verfahren verurteilt worden, soweit ich weiß. Jetzt stand doch der Jahrestag der Erschießung des Oberbürgermeisters von Aachen an. Ja, ja. Und in diesem Verfahren war er auch mitverwickelt. Von seiner Dienststelle war der Befehl wohl gegeben worden, also vom Hörensagen. Ja, ja. Und deshalb ist ja auch Gutenberger verurteilt worden. Danke sehr. Herr Rechtsanwalt Rabe, Herr Rechtsanwalt Dr. Kaul von Seiten der Verteidigung, Herr Rechtsanwalt Göllner. Herr Zeuge, ist der höhere SS- und Polizeiführer Gutenberger identisch mit dem Inspekteur, von dem Sie sprachen? Nein. Wer war der Inspekteur? Wissen Sie das noch? Ja. Zu dem Sie damals befohlen wurden und der sich nach dem Ergebnis der Aktion erkundigte? Da fällt mir im Augenblick nicht ein, weil man ja mit diesen Dingen. Aber ich kann ja noch schriftlich oder wenn es mir einfällt, nachher hier noch angeben. Herr Zeuge, Sie haben gesagt, dass für Sie das SS- und Polizeigericht Potsdam zuständig war für diesen Fall. Ja. Wieso? Weil ich vom Reichssicherheitshauptamt, in welchem ich vor dem Abteilungsleiter gewesen war, zur Leitung der Stapo-Leitstelle Düsseldorf abkommandiert war. Wann ist diese Abkommandierung erfolgt? 1943. Ich nehme an, etwa Sommer 1943. Seitdem waren Sie Leiter der Gestapo-Leitstelle Düsseldorf? Kommissarisch, ja. Früher haben Sie auch eine Gestapo-Leitstelle geführt oder waren Sie nur im Reichssicherheitshauptamt? Nein, ich habe meine Laufbahn innerhalb der Sicherheitspolizei 1935 begonnen, als ich als Regierungsassessor zur Stapo-Stelle Aachen probeweise abgeordnet wurde.
Herr Zeuge, wo waren Sie in den Tagen der sogenannten Reichskristallnacht? Da war ich in der Steiermark, in Österreich. Haben Sie da auch eine Stapo-Stelle geleitet? Jawohl. Was haben Sie hinsichtlich der damaligen Judenaktionen gemacht oder haben Sie sich dagegen zur Wehr gesetzt und wie? Da darf ich kurz folgenden Sachverhalt vorausschicken. Die Leiter oder entsprechenden Abteilungsleiter des Reichssicherheitshauptamtes, also die Stapo-Leiter und die entsprechenden Abteilungsleiter oder Referenten des Reichssicherheitshauptamtes, wurden regelmäßig zum 9. November nach München befohlen, um an der Vereidigung der jungen SS-Rekruten vor der Feldherrnhalle als Gäste beizuwohnen. Außerdem wurde das Zusammentreffen regelmäßig mit einer Tagung verbunden, bei der über verschiedene Dinge gesprochen wurde und referiert wurde. Und gerade in jenen Tagen vom 8. zum 9. waren wir dort und waren auseinandergegangen, als wir noch einmal von Dr. Best zusammengerufen wurden, der uns mit den Vorfällen in dieser Nacht bekannt machte und uns anwies, auf schnellsten Wege in unsere Standorte zurückzukehren. Mit anderen Worten, Sie haben in diesen Tagen an einer Befehlsstelle der Gestapo nicht mitgewirkt. Nein. Wie hieß der Jugendfreund, von dem Sie sprachen, der mit einer Holländerin verheiratet war und der Leiter des SS- und Polizeigerichts Potsdam war? Ja, er war nicht Leiter, er war der Untersuchungsführer. Der Untersuchungsführer, gut. Also er war praktisch der Vertreter der Anklage in Ihrem Fall? Ich bin zwar nicht über die, darf man wohl sagen, obwohl ich über die Organisationsform des SS- und Polizeigerichts keine Kenntnis habe. Herr Zeuge, kennen Sie auch den damaligen Vorsitzenden des SS- und Polizeigerichts Düsseldorf? Nein. Kannten Sie ihn? Nein. Wissen Sie nicht, dass das der hier in Frankfurt ansässige Rechtsanwalt Hansen war? Nein. Sie sagten, ich hatte den Eindruck mit etwas Beklemmung, dass es Ihnen wesentlich gewesen wäre, zu dem SS- und Polizeigericht in Potsdam transportiert zu werden. Ja. War das aus dem Gesichtspunkt, weil das SS- und Polizeigericht in Düsseldorf durch besonders exemplarisch harte Strafen bekannt war? Nein. Davon war mir nichts bekannt. Ich hatte mit dem SS- und Polizeigericht nichts zu tun gehabt. Herr Zeuge, obwohl ich weiß, ist das wirklich richtig, wenn Sie Leiter der Gestapo-Leitstelle waren in Düsseldorf, dann mussten Sie doch sämtliche Verfahren vor dem SS- und Polizeigericht entweder in Durchschrift oder durch Berichterstattung erfahren? Nein, glaube ich nicht. Das SS- und Polizeigericht bezog sich ja nur auf die Angehörigen der SS und der Polizei. Ja. Nicht etwa auf die anderen außerhalb der SS stehenden Menschen. Herr Präsident, ich will den Zeugen fragen, inwieweit er in dieser Tätigkeit eine Einwirkung auf das SS- und Polizeigericht Düsseldorf hatte. Es ist sicher, dass der höhere SS- und Polizeiführer, sein Vorgesetzter damals, gleichzeitig der Gerichtsherr für die SS- und Polizeigerichte war. Stimmt das? Oder ging diese Gerichtsherren-Eigenschaft vorübergehend nach 43 auf Sie persönlich über? Nein. Wenn auch nur vertretungsweise? Nein, nein, nein. Danke. Herr Rechtsanwalt Dr. Aschenauer. Herr Noske, Sie haben gesagt, im Zusammenhang einer nicht offenen Befehlsverweigerung ein Fall, um auszuweichen einem Liquidierungsbefehl. Ist das der Fall des Kommandeurs der Sicherheitspolizei von Paris, Dr. Neifein? Nein. Ist das der Fall
des Kommandeurs der Sicherheitspolizei von Marseille? Nein, glaube ich auch nicht. Welchen Fall haben Sie im Auge? Das muss im Raum Nordlothringen, also in diesem Raum in Mittelfrankreich gewesen sein, bei der Absatzbewegung. Ja. Ich habe einen früh nur, ich weiß es, ich habe ihn mal flüchtig gekannt oder vom Ansehen her, sonst keinerlei Verbindung zu ihm gehabt, habe dann später aber einen Mitarbeiter von ihm getroffen, der mit einem Kriminalrat meiner früheren Dienststelle befreundet war. Und von daher sind mir diese Zusammenhänge bekannt. Gesprächsweise bekannt, ja. Ja. Sie machen eine Zäsur im Reichssicherheitshauptamt vor der Zeit des Ablebens Heiderichs und nach der Zeit. In dem Zusammenhang eine einzige Frage. Sahen Sie, als Sie bei dem Einsatzkommando im Süden Russlands waren, eine Möglichkeit, einen Befehl zu verweigern? Diese Frage kann ich nicht unbedingt mit Ja und mit Nein beantworten. Also in meiner Situation war es sicherlich leichter, zwar nicht frontal. Die frontale Verweigerung, also das offene Hinstellen und sagen, das tue ich nicht, macht mit mir, was er wollt, ist wieder vorgekommen und wäre bei Ohlendorf insbesondere gar nicht möglich gewesen, gänzlich ausgeschlossen. Er hätte um das Gefüge, sein Gefüge, ja, nicht einfach ins Nichts vergehen zu lassen, hart durchgegriffen. Und das hätte ihm in seiner zwielichtigen Position oder in seiner Lage, dass er bei Heydrich etwas gut zu machen hatte, ihm nur ein besonderes Ansehen verschafft und ihn sozusagen als harten Mann rehabilitiert, als der er nicht galt, der er aber sein wollte und deshalb in dieser Hinsicht vielleicht umso gefährlicher war. Aber die zwischen Verweigerung und dem Ausweichen, da ist nun meines Erachtens ein großer Spielraum und der hängt davon ab, wie kann die Kontrolle zur Durchführung eines Befehls ausgeübt werden? Und wie stark, wie scharf ist das Kontrollorgan, der Vorgesetzte, unendlich weit weg wie in den Gebieten Russlands, wo also Ohlendorf den Winter über auf der Krim ganz unten saß, während die anderen in der Nähe, also so im Mittelabschnitt, also vielleicht 1.500 Kilometer entfernt waren, wo Ohlendorf nie hingekommen ist. Da konnte man durch Falschberichte oder durch Schilderung einer Situation sich vollständig der Befehlsausführung entziehen. Dankeschön. Keine Fragen mehr. Rechtsanwalt Dr. Eckert. Herr Zeuge, hingen diese Spannungen zwischen dem Reichssicherheitshauptamt und den höheren SS- und Polizeiführer in irgendeiner Form zusammen mit diesen Friedensfühlern, die Himmler gegen Kriegsende nach Schweden ausgestreckt hat? Nein, glaube ich nicht. Sondern es war hier, möchte ich sagen, mehr ein Diadochenkampf. Heydrich hatte es ja verstanden, seine Machtposition auch über die eigentlichen Aufgaben der Sicherheitspolizei hinaus auszudehnen. Und er hatte sich mehr und mehr von Himmler die Befugnisse, den Höheren ist aus dem Polizeiführer Befehle erteilen zu können, erworben oder Dankeschön. Zusichern lassen. Und als nun und sehr zum Leidwesen und oft eben widerwillig. Aber nach Heydrichs Tod und der längeren Interimszeit, in denen es einen Chef der Sicherheitspolizei nicht gab, engagierten nun wieder die höheren Polizeiführer, um sich für ihre Bereiche auch nach Möglichkeit die Befehlsgewalt über die Dienststellen der Sicherheitspolizei und des SD mehr und mehr zu sichern. Und das wurde ihnen nur dann zugestanden, in der letzten Phase des Krieges, wo eben eine Verbindung zur Zentralführung von Berlin aus nicht mehr möglich war. Sonst noch eine Frage? Ja. Herr Zeuge,
Sind Ihnen während Ihrer Tätigkeit in Düsseldorf auch andere Befehle erteilt worden, die nach heutigem Rechtsempfinden und auch nach dem damaligen formellen Rechtsdenken als verbrecherisch zu gelten hatten? Nein. Der einzige verbrecherische Befehl ist dieser gewesen. Weil Herr Zeuge, ich meine Weisungen im Übrigen ja nur von dem Reichssicherheitshauptamt in Berlin bekannt. Sehr richtig, aber bitte, und ich will Sie nur darauf aufmerksam machen, Herr Zeuge, etwa ein Befehl, ich sage das ganz theoretisch, zu einer verschärften Vernehmung enthält ja nach unserem Strafgesetzbuch, was auch damals galt, ein Verbrechen, denn die Körperverletzung im Amt ist bekanntlich, es wird bekannt sein, mit sehr hohen Strafen bedroht. Sind derartige Befehle, unabhängig von Mordbefehlen, Befehle rechtswidriger, auch verbrecherischer Art, wenn man an die Zuchthausstrafe denkt, nie erteilt worden und mussten Sie solche Befehle nie weitergeben oder ausführen? In dieser Zeit ist es mir nicht bekannt geworden. Was heißt in dieser Zeit? Nichts bekannt geworden. Ich weiß davon nichts. Von einem solchen Befehl. Ich meine nicht einen solchen Befehl, sondern es ist bei Ihnen nie ein Befehl durchgekommen, der gegen die damals geltenden Strafgesetze verstoßen hätte? Ist mir nicht bekannt. Danke. Herr Gönner, wollten Sie noch eine Frage stellen? Gestatten Sie bitte, Herr Präsident. Herr Zeuge, die von Ihnen geschilderte Erledigung Ihres Verfahrens durch das SS- und Polizeigericht Potsdam, haben Sie das als Ausnahme, als Rechtswohltat Ihnen gegenüber oder als allgemeine Norm der SS- und Polizeigerichtsbarkeit empfunden? Ich widerspreche dieser Frage. Die Frage ist beantwortet. Der Zeuge hat gesagt, dass ihm ein weiterer Fall von Befehlsverweigerung gar nicht bekannt ist. Infolgedessen kann er auch nicht wissen, ob das die Norm war oder eine Ausnahme. Mich gezwungen, dem Widerspruch des Herrn Nebenklagevertreters mich anzuschließen und der eigenen Frage meines geschätzten Herrn Mitverteidigers wieder zu widersprechen, denn auch ich bin der Ansicht, dass die Frage beantwortet ist, nachdem der Zeuge hier ausdrücklich gesagt hat, zu seinem Glück sei Potsdam für ihn zuständig gewesen und dort habe er einen guten Freund gehabt. Der Zeuge hat aber, und deshalb ist diese Frage durchaus berechtigt, auf meine Frage vorhin erklärt, dass sein Freund nur Untersuchungsführer, nicht aber der Vorsitzende des SS- und Polizeigerichts gewesen sei. Ja, aber Herr Rechtsanwalt, es ist doch richtig, was der Rechtsanwalt Rabe sagt, nämlich, dass der Zeuge erklärt hat, mir ist sonst ein Fall von Befehlsverweigerung nicht bekannt geworden. Das ist ja nur eine Minderung der Frage, die ich stelle. Hier steht doch Folgendes im Raum. Die Verteidigung behauptet in einem umfangreichen Beweisantrag, dass Befehlsverweigerungen nicht mit milden Strafen geahndet wurden im Dritten Reich. Und die Nebenklage behauptet demgegenüber durch diesen Zeugen als Ersten, das sei praktisch die Regel gewesen, man sei mit Frontbewährung oder Frontabkommandierung gewissermaßen begnadigt worden, wenn man Befehlsverweigerungen durchgeführt hätte. Deshalb muss meines Erachtens die Frage zugelassen werden, ob der Zeuge als exponierter Gestapo-Leitstellenleiter von Düsseldorf hier einen Ausnahmetatbestand sich gegenüber empfand. Ja, aber Herr Rechtsanwalt, dazu wäre doch erforderlich, dass dem Zeugen andere Fälle bekannt geworden wären. Und wenn ihm keine Fälle bekannt geworden sind, kann er doch auch nicht wissen, wie es in den anderen Fällen gehandhabt worden ist. Er kann doch gar keine Vergleiche ziehen. Der Zeuge, Herr Präsident, hat selbst gesagt, dass er sich praktisch als Zivilist in seiner Stellung empfand. Und dass die gegen ihn erhobenen Vorwürfe in das Militärkleid des militärischen Ungehorsams, der Feigheit vor dem Feinde und der Befehlsverweigerung eingekleidet worden waren. Ja, das hat er gesagt. Und nun? Und daraus will ich eben von dem Zeugen wissen, ob nach seiner Kenntnis der Dinge... Ich kann den Zeuge noch etwas fragen. Herr Zeuge, ist Ihnen bekannt, dass der frühere Leiter, der Ihr Kollege,
der Gestapo-Leitstellenleiter Frankfurt-Main sich in Norwegen das Leben genommen hat. Wie ist der Name? Ich habe es vergessen. Ich meine, der Leiter der Gestapo-Stelle hier wäre Breda gewesen. Zuletzt, Herr Präsident. Ja, Breda lebt ja noch. Im letzten Jahr oder im letzten anderthalb Jahr war Breda. Ich komme nicht auf den Namen. Er hat mit mir zusammen das Assessorexamen in Berlin gemacht. Es war ein großer, blonder Mann, ja, aber also ich kann Ihnen bis heute Mittag den Namen sagen. Ich der Zeuge notiert. Weiß nichts davon. Ich würde das auch nur vom Hören sagen. Wissen. Können. Ja. Herr Zeuge, haben Sie aus der Lektüre des Mitteilungsblatts der SS- und Polizeigerichtsbarkeit Fälle in Erinnerung, die sich mit Befehlsverweigerung befasst haben? Nein. Nicht in Ihrer Berufsebene, sondern auch in der Ebene der Inspektoren, der Sekretäre und weiterer Beamten der Gestapo-Stellen. Dazu darf ich nur sagen, dass mir nicht einmal dieses Blatt, von dem Sie sprechen, bekannt gewesen ist. Dann habe ich keine weiteren Fragen. Keine Fragen mehr, Herr Dr. Laternse? Nur eine Frage, Herr Zeuge. Waren Sie mit dem Ausgang des Verfahrens in Potsdam zufrieden? Sehr. Durchaus. Das darf ich sagen. Also den persönlichen Eindruck hatte ich, dass ich gut bedient war. Herr Präsident, ich hätte eine Frage an den Zeugen. Bitte schön. Herr Zeuge, wenn ich es richtig verstanden habe, waren Sie SS-Oberstummband 4? Jawohl. Nach Ihren Aussagen haben Sie eine Ermittlung, ein Verfahren gelaufen. Wollen Sie irgendwann behaupten, dass ein kleiner Mannschaftsdienstgrad genau so abgeschnitten wird mit dem Verfahren, wie es bei Ihnen abgeschnitten wäre, indem Sie einen Freund gehabt haben, als Untersuchungsrichter oder als Dings? Da bin ich überfragt. Ich widerspreche dieser Frage. Es tut mir sehr leid. Ich bin der Ansicht, dass die Angeklagten durchaus die Möglichkeit haben müssen, in großem Umfang Fragen zu stellen. Aber dieser Frage muss ich widersprechen, Herr Präsident, da das eine Frage nach den Meinungen des Zeugen sind. Der Zeuge soll aber hier nur über Tatsachen aussagen. Ja, also der Zeuge hat die Frage bereits beantwortet und hat gesagt, ich bin überfragt. Haben Sie sonst noch eine Frage? Da kann ich nichts dazu sagen. Da können Sie nicht sagen. Heute weiß kein nichts mehr und alle haben Gedächtnisschwund und wissen nichts mehr. Das mal, wann Sie uns geführt haben, befohlen und geklickt und gedrückt. Herr Klär, das erleben wir ja hier Tag für Tag, dass es Menschen gibt, die Gedächtnisschwund haben. Aber nicht nur bei den Zeugen. Neben Klär und die Staatsanwalt, wir müssen uns gar erinnern, gehen nach so und so vielen Jahren. Wir haben ja auch nur einen Kopf und wir haben nicht so einen Kopf, wie die Herren Professor und Gelehrten gehabt haben. Wir sind ja nur kleine Männer gewesen. Werden hier noch Fragen gestellt? Nicht mehr? Keine Anträge zur Beeidigung? Herr Zeuge, können Sie das, was ich gesagt habe, mit gutem Gewissen beschwören?